ja, dass das Leben neu begonnen hat. Wo ich fast dran glaubte, es geht nichts mehr. Geht wieder wunderbar wie neu. Ich habe seit 35 Jahren Arthrose und ist klar, da hat man immer Schmerzen. Und dazu kam noch ein Oberschenkel-Halsbruch. Also ohne Schmerzen ging es gar nicht. Und vor einem halben Jahr hat ein Bekannter mich bekannt gemacht mit Moringa. Und seitdem ich das nehme, ich hab überhaupt keine Schmerzen mehr. Also es ist wunderbar. Ich fühle mich fast wie ein junges Mädchen, kann man sagen. Ich kann Golf spielen, ich kann ins Fitnesscenter gehen. Also mir geht das wunderbar. Keine Schmerzen, nichts. Was will man mehr? Also ich kann nur darauf schwören. Ich nehme seit circa einem Jahr Moringa und habe Erfahrungen dahingehend gemacht, dass mein Blutdruck sich reguliert hat. Ich hatte auf meinem Kopf kahle Stellen, die langsam wieder zuwachsen. Dann hatte ich hier sehr viel Sonnenflecken, die ich mit Moringaöl auch in den Griff bekommen habe. Und habe sogar abgenommen, ohne eine Diät zu nehmen. Ich habe viel Action in der Schule und da habe ich einfach gemerkt, dass der Moringa mir sehr hilft. Also ich kann mich viel mehr konzentrieren, ich kann mir einige Sachen viel besser merken und ich bin einfach auch aufnahmefähiger. Ich habe es wieder genommen und nach 2 Tagen war die Übelkeit wieder weg, komplett. Und da wusste ich, das ist Moringa. Ich habe jahrelang Ärzte und Heilpraktiker ausgebildet im Bereich orthomolekulare Therapie, sprich Nährstoffkunde. Und es hat mich immer gestört, dass ich den Menschen morgens 5, mittags 12 und abends noch einmal 7 Kapseln, wie auch immer, zusammengesetzt geben musste. Und das hat meistens nicht richtig funktioniert. Und dann habe ich schon über 10 Jahre nach etwas gesucht, wo eigentlich alles drin ist oder fast alles drin ist. Und das habe ich hier gefunden in der Moringa. Die Moringa ist eine Pflanze, die wirklich alle Stoffe enthält und das in einer Form, dass sie wirklich zu 100% bioverfügbar sind. Das heißt, der Körper kann alle Stoffe, die in der Moringa enthalten sind, praktisch zu 100% aufnehmen und das ist außergewöhnlich. Die Aminosäuren gehören zu der Gruppe der Proteine oder Eiweiße und sie sind ganz wichtig für den Aufbau des Körpers. Und zwar produzieren wir ja Hunderttausende von Zellen jeden Tag neu und sie werden auch Hunderttausende von Zellen jeden Tag wieder abgebaut. Und um diesen neuen Aufbau wirklich gut gewährleisten zu können, brauchen wir diese Aminosäuren. 20 gibt's und Tatsache 18 hat die Moringa und da unter anderem auch die 8 essentiellen, die wir brauchen, die der Körper aber leider nicht selber herstellen kann. Und die müssen von außen zugeführt werden und die Moringa ist eine optimale Pflanze, sie alle im richtigen Verhältnis in den Körper zu bringen und wirklich für unsere Gesundheit zu sorgen. Das ist in die Richtung jetzt für mich ganz, ganz wichtig. Wenn ich hier Moringa produziere, egal ob ich da jetzt einen Tee herstelle oder ein Material mache, was ich raus an die Leute schicke, dass das mit unwahrscheinlicher Freude und guter Energie gemacht wird. Die Leute, die für mich arbeiten, die sollen mit Freude arbeiten, die sollen das freiwillig machen, die sollen das gern machen. Die erste Hälfte des Lebens ist vorbei. Viel erlebt, viel erreicht, viel Wissen aneignen können, aber es hat mich nicht erfüllt. Und irgendwie habe ich mir gewünscht, dass was für, zumindest für die zweite Lebenshälfte, was richtig Sinnvolles auf mich zukommt. Ja, und ich bin rein in die Meditation, ich habe richtig fordernd irgendwie nach oben gerufen. Ja, ihr da oben, ja, tut mir einen Gefallen, schickt mir was, ja, wo wirklich sinnvoll für die Welt und für die Menschen ist. Okay, die Blätter, wie Salat, als Spinat, die Schoten, kann man ganz roh essen, schmeckt super lecker, ein bisschen nach Radieschen, wenn man sie kocht, nach Bohne und wenn man sie anmacht wie ein Salat, hat es einen ähnlichen Geschmack wie Speichel. Hier haben wir schön die Blüten und sogar die Blüten kann man essen,
Ich pflück mal eine. Das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache vom Moringa. Wenn man den richtig gut zerkaut, dann merkt man manchmal den Honig, den sich die Bienen holen. Am Anfang haben wir nicht alles geglaubt, wir waren ein bisschen skeptisch. Aber mein Mann war Parkinson krank. Er konnte alleine nicht anziehen, nicht Auto fahren. Und nach 3 Tagen, der Moringa genommen hat, er konnte alleine sogar Fahrrad fahren, konnte alleine anziehen, Auto fahren. Und das war für uns die klare Demonstration, wie gut die Pflanze für die Menschen ist. Das ist für uns ein Paradies. Ich verbringe hier meine Freizeit. Wir sind sehr glücklich, wenn wir hier oben durch die Moringa gehen. Beste Pflanze der Welt. Meine Pferde, seitdem ich Moringa habe, fütter ich an meine Pferde Moringa. Wobei eine Stute auch einen Darminfekt hatte, den ich mit dem Tierarzt über längere Zeit versucht habe, in den Griff zu bekommen. Leider ist uns das nicht gelungen. Und ich habe den Pferden, also meinen beiden Pferden, jetzt, die ich jetzt noch habe, Moringa gefüttert. Und das ist auf einmal weg. Es ist nicht mehr da. Auch genauso ähnlich wie bei mir mit der Bonjen hat sich das beim Pferd in Luft aufgelöst. Also ganz toll. Also in diesem Moringa scheinen doch Stoffe und gesunde Dinge drin zu sein, die man gar nicht so wahrnimmt. Aber die einem doch helfen. Die Moringa-Pflanze ist die vitalstoffreichste Pflanze, die jemals entdeckt wurde. Und deswegen ein Geschenk des Himmels für den Menschen, der auch in den entwickelten Ländern unterversorgt ist mit Vitalstoffen. Die Inhaltsstoffe von Moringa wurden in einem unabhängigen Labor untersucht und sind tatsächlich erstaunlich. Wenn mit Moringa so diese Vorräte aufgefüllt werden und man irgendwann nur noch eine, das habe ich nicht unmittelbar so sensationell gemerkt, als wenn dann irgendwann die Vorräte so aufgefüllt sind, dass man nur eine ganz kleine Menge braucht, dass der Körper sich entspannt und denkt, wow, jetzt kriege ich endlich das, was ich brauche. Und da brauchen wir jetzt also keine jetzt irgendwie Unmengen jetzt von Moringa mehr. Ne? Also bei mir ist meine Dose so 1 bis 2 Teelöffel am Tag, das ist ja nicht viel. Allerdings, wenn man sieht, wie das gewonnen wird, dann sieht man ja, was für ein Konzentrat das ist. Also das auf so einem Haufen Blätter wären da so 2 Teelöffel. Das war schon ganz besonders.